Herzlich willkommen zurück, meine Krieger, bei Total War Rome 2. Wir haben schon lange keine lustigen Stimmen mehr gemacht, deswegen wechseln wir da jetzt ein wenig hin und her. Wie gesagt, herzlich willkommen. Wir schnetzeln, popetzeln uns hier jetzt weiter. Ich denke, wir werden jetzt in absehbarer Zeit erstmal Rom platt machen. Weil die Jungs und Mädels, die erfüllen hier im Grunde keinen wirklichen Zweck. Die stehen hier einfach nur dazwischen und blockieren mich so ein bisschen. Aber da werde ich noch ein bisschen warten, je nachdem wie sie sich jetzt verhalten. Wir haben ja schließlich noch ein paar Kriege hier offen, die uns so ein bisschen nerven. Ach, sind wir denn mit denen befreundet? Ja, ich denke, wir werden hier unten einfach mal komplett aufräumen. Ah, mit denen sind wir befreundet. Okidoki. Ich muss mir erstmal wieder einen Überblick verschaffen, weil es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her, dass wir das letzte Mal aktiv waren. Und müssen uns dann mal überlegen, wie wir hier denn standhalten können, beziehungsweise wie lange wir das Ganze hier noch machen. Und wir werden tatsächlich so lange belagert, dass wir einen Ausfall machen müssen. Weil ich sehe nämlich gerade, verbleibende Runden bis zur Kapitulation eine. Und da wollen wir denen doch zumindest einige Verluste beschaffen. Falls wir da nicht sogar noch mehr machen können. Aber auf jeden Fall wollen wir denen die Geschichte nicht kampflos geben, weil das wäre ein bisschen lahm. Ansonsten hatte ich ja schon gesagt, ich bin am Überlegen, was wir mit dem LP machen. Weil ich finde, wir sind nähern uns so langsam Folge 70. Und die Ziele, ich kann sie ja gleich nochmal aufrufen nach der Schlacht, die ziehen sich auch so ein bisschen hin. Also wir sind da sicherlich noch ein paar hundert Folgen mit beschäftigt. Und so langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich euch noch großartig erzählen soll, um die Lücken zu füllen. Während wir halt versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Das ist ja das Problem. Aber da habe ich ja nach Feedback gefragt und bis jetzt noch keins gekriegt. Das ist natürlich auch nicht so vorteilhaft. Aber so ist es halt, das kann ich auch nicht ändern. Wenn ihr nicht schreibt, was ihr wollt, dann kann ich ja nur davon ausgehen, was ich weiß. Und das sieht auch momentan so aus, als wäre da nicht so megamäßig das Interesse vorhanden. Das Ganze weiter zu gucken. Deswegen gucken wir einfach mal, wie lange wir das Ganze noch tatsächlich weitermachen. Ich will ja jetzt auch nicht mittendrin einfach den Saft abdrehen und so. Das wäre natürlich auch ein bisschen falsch. Aber so generell hält sich eben auch einfach das Interesse so ein bisschen in Grenzen. Und da muss ich dann natürlich auch gucken, ob ich die Zeit nicht vielleicht nicht sinnvoller nutzen kann, sondern einfach anders nutzen kann. Dass ich euch dann vielleicht ein paar andere Strategiespiele zeige oder generell ein paar Spiele, die vielleicht interessanter für euch sind. Das muss man dann halt mal gucken. Okay, ich glaube, die Schlacht ging mal komplett in die Hose.
Das macht aber nichts. Das macht gar nichts. Dann ist es halt so. Tödliche Geschwister bereit! Krieger, zieh die Waffe! Germanische Jugendliche! Ja, aber wie gesagt, da würde mich eure Meinung einfach interessieren. Wollt ihr das überhaupt noch weitersehen? Wenn ja, wie lange? Und wo soll es hingehen? Weil mir ist aufgefallen, dass ihr halt bei dem Vlog halt nicht drunter geschrieben habt, was ihr gerne hättet. Das kann jetzt die unterschiedlichsten Ursachen haben, dass vielleicht nämlich die Leute, die das Rome-LP gucken, gar nicht die Vlogs gucken. Deswegen, warum nicht gleich hier fragen? Da beiß ich mir ja nicht auf die Zunge. Deswegen, da würde mich einfach mal eure Meinung interessieren, wie wir das denn dann handhaben wollen, sollen, können und ähnliches. Weil das interessiert mich ja dann doch. So, nachdem wir hier jetzt ordentlich auf der Schnauze gekriegt haben. Oh, so ordentlich war das ja gar nicht. Könnten wir das jetzt nochmal machen? Könnten wir sogar tatsächlich. Dann lassen wir das erstmal. Vielleicht greift er ja nächste Runde an. Ich zeige euch mal hier eben die Ziele. Also wir haben jetzt noch den Zwischenziel, das Zwischenziel Excelsior, immer weiter. Unterwerft 16 Fraktionen durch Eroberung ihrer letzten noch übrigen Siedlung, aktuelle Anzahl 13. Das wäre was, was wir relativ zügig bekommen können. Und da gibt es dann noch ein paar Bonusziele. Erklärt folgenden Fraktionen den Krieg Rom. Unterhaltet insgesamt 10 Einheiten dieses Typs. Aktuelle Zahl 2. Da sollen wir 10 Einheiten Berserker haben. Wobei, das kriegen wir sicherlich noch irgendwann hin. Beherrscht folgende Provinzen in ihrer Gesamtheit. Und beherrscht mindestens eine dieser Provinzen in ihrer Gesamtheit. Das ist das Nebenziel. Das ist nicht wichtig, um zu gewinnen. Dann für militärischen Sieg brauchen wir 80 Siedlungen, wir haben 26, 35 verschiedene Siedlungen nieder- oder ausrauben, beherrscht die folgenden 6 Provinzen und unterhaltet mindestens 240 Einheiten. Das dauert noch. Das ist einfach so, weil alleine die 80 Siedlungen, wir haben jetzt gerade mal ein Viertel davon fast erreicht. Das ist halt noch ein Weilchen hin. Dann wirtschaftlicher Sieg, haltet 50 Siedlungen, aktuelle Anzahl 26, davon haben wir die Hälfte. Reißt 25 verschiedene Siedlungen nieder oder raubt sie aus, da haben wir 6, das brauchen wir noch ein Weilchen. Beherrscht die folgenden 6 Provinzen, das sind Suaben, Thrakien, das ist hier irgendwo im Osten, Celtica, das ist hier Frankreich, dann Sarmatien, das ist hier im Osten und dann wäre das erstmal. Dann haltet Handelsbeziehungen mit 15 Fraktionen aufrecht, aktuelle Anzahl 10. Haltet mindestens eine jeder strategischen Ressource, da haben wir 8 von 9. Besitzt am Ende eures Zuges ein Einkommen von mindestens 90.000 Talenten, Einkommen in der vorigen Runde 3.000. Habt zu Beginn eures Zuges mindestens 500.000 Talente in eurer Schatzkammer, das kann noch ein Weilchen dauern, und unterhaltet mindestens 150 Einheiten. Und dann haben wir noch den kulturellen Sieg, wo ich dachte, wir wären da relativ nah dran. Beherrscht die folgenden 6 Provinzen entweder durch direkten Besitz oder Militärbündnis. Magna Germanica haben wir nicht. Und Italien haben wir noch nicht. Wobei Italien ist ja nur noch eine Frage der Zeit. Errichtet folgendes Gebäude, Eiche des Tür, das wäre noch zu schaffen. Und haltet mindestens eine Siedlung in 35 Provinzen, in denen eure Kultur dominiert. Aktuelle Anzahl 7. Und Provinzen sind nicht Siedlungen. Das heißt, bei Provinzen müssen wir hier alles haben. Und davon 35 Stück, das ist auch fast die Weltherrschaft. Also jedes dieser Ziele ist ungefähr die Weltherrschaft oder nah dran. Und das sind einfach so Sachen, wo es langsam auch einfach dauert. Oder wo wir halt nach wie vor noch eine ganze Weile brauchen, bis wir soweit sind. Und deswegen will ich da jetzt gerne mal eure Meinung haben, wie wir das denn generell weitermachen. Weil ich ja auch nicht Ewigkeiten, oder was heißt Ewigkeiten, aber mir macht das Spiel schon Spaß, aber irgendwann nutzt sich der LP-Charakter einfach auch mal ab, finde ich. Also ich weiß halt so langsam einfach nicht mehr, was ich euch erzählen soll, während wir hier auf die Runden warten und ähnliches. So, irgendeiner ist aufgestiegen. Eure Wippe!
Wie kann ich von Nutzung sein? Da. Allvater. Wie kann ich helfen? Was ist das denn für eine Autorität? Ja, dann kriegst du General. Und das sind einfach so Sachen, da würde ich gerne nach wie vor eher Feedback wissen. Weil wenn jetzt wirklich, ich sag mal, 5 bis 10 Leute sagen, ja klar, wir gucken uns das noch weiter an, aber dann bitte auch wirklich gucken, dann habe ich da kein Problem mit, dann ziehe ich das auch weiter durch. Ansonsten würde ich einfach sagen, wir stecken uns ein Zwischenziel, so zum Beispiel, wir nehmen jetzt noch Westeuropa komplett ein und holen uns das zurück, was wir im Osten verlieren. Und dann meinetwegen noch machen wir Rom platt und vielleicht noch Britannien und dann ist der Drops auch gelutscht. Und dann geht's weiter zum nächsten Spiel oder sowas. Also da wäre es jetzt auch nicht so das Problem. Oder meinetwegen fängt man dann nochmal neu an mit irgendwas, aber das würde sich dann auch nicht so großartig ändern. Weil das habt ihr ja beim Sparta-LP erlebt, so viel Veränderung ist da jetzt nicht. Da hat man dann halt ein paar andere Truppen. Aber im Großen und Ganzen spielt es sich halt trotzdem gleich. Wobei Sparta finde ich noch relativ einfach, weil man baut halt seine Phalanx und wartet. Das ist dann halt so. Okay. Oh, ich habe Nahrungsknappheit. Wieso habe ich denn Nahrungsknappheit? Wieso haben wir denn Nahrungsknappheit? Das würde mich jetzt mal ernsthaft interessieren. Sekunde. Du bist nicht einer meiner Brotkörbe, wollte ich gerade sagen. Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich irgendwas aufgewertet, was wegen die Truppen hier jetzt Hunger leiden müssen? Ich bin jetzt ernsthaft ein wenig verwirrt. Wo hatte ich denn vorhin eine Siedlung, wo noch ein Bauplatz war? Da. Ah, jetzt fehlt mir wieder einer. Ja, okay. Dann nehme ich hier hinten einmal die Rekrutierung raus, bewege dich eh da rein. Dann baue ich hier links nämlich noch was Neues hin. Nämlich, was habt ihr denn hier für ein Problem? Da kommt bald Nahrung raus. Sekunde, ich muss gerade mal kurz gucken. Die Provinz ist auf dem Vormarsch. Es ist doch alles okay. Da können wir meinetwegen auch wirklich mal Pferde züchten. Ja, dann kriegst du da noch einen heiligen Hain. Ich glaube, nächste Runde hat sich das mit der Nahrungsmittelknappheit eh erledigt. Da haben wir eine Werft. Ich müsste hier wirklich mal einen Fischereihafen hinsetzen. Ach, da habe ich einen. So langsam bin ich verwirrt. Aber vielleicht habe ich hier oben ja. Da könnte ich noch einen Fischereihafen hinsetzen, weil ich da oben eh keine Flotte baue. 1500, die haben wir gerade nicht. Die können wir aber vielleicht locker machen. Nein, können wir nicht. Nö, können wir wirklich nicht. Ja, okay, dann bleibt es halt erstmal so. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Marschier da mal durch. Ja, es tut mir leid, Etrusker. Ich muss da aber mal vorbei. Es tut mir auch ganz fürchterlich überhaupt nicht leid. So, Rom läppert sich langsam auch. Ja, die ganzen Häfen und Produktionsgebäude, die springen nächste Runde wieder an. Dann dürfte das mit der Nahrungsmittelknappheit auch kein Problem mehr sein. Wo wolltet ihr denn hin? Dahin?
Ihr kommt erstmal in die Hauptstadt. Wo sind die denn? Da. Ich weiß, dass das ein Weilchen dauert, aber ihr sollt erstmal Truppen auffüllen. Ich möchte nämlich noch ein paar mehr Berserker haben. Was ist hier euer Problem? Kultur geht. Kulturelle Unterschiede und Verarmung. Ja, okay, das ist jetzt nicht so das Problem. Ach, ihr habt die Belagerung abgeblasen. Nee, habt ihr nicht. Ja, nochmal angreifen bringt ja nichts. Kämpft mit uns. Es ist ein gutes Leben. So, dann Moment. Da, könnt ihr da nicht irgendwas machen? Ihr seid da doch eh in der Nähe. Die wollen wahrscheinlich nicht mit mir handeln. Die Cherusker, die wollen ja auch nicht zu uns überwechseln. Der Rest der Welt hasst uns bis auf Sparta. Seid willkommen, aber strafe uns Athene, wenn wir in unseren Gesprächen von der Wahrheit... Ja, ja, ist ja okay. Dann straf dich halt Athene, dann kannst du mich auch mal an die Füße fassen. Dann gucken wir mal, was nächste Runde für uns so bereithält. Die Nahrungsmittelknappheit geht mir so ein bisschen auf den Senkel, und wenn Rom sich jetzt nicht benimmt, dann kriegt ihr schneller auf den Dötz, als euch lieb ist. Ich bin auch nach wie vor mit der Folgenlänge am Überlegen, weil bei Rom ist es ja auch so, dass eine halbe Stunde jetzt auch tatsächlich nix ist. Da hat man dann irgendwie 3 Runden gemacht und ist irgendwie auch nicht wirklich weitergekommen. Da nehme ich auch gerne Feedback hin, so nach dem Motto: Hör, Tracker, wir gucken zwar gerne dein LP, aber wir warten. Ich lege mein Schwert beiseite, um mit euch zu sprechen von Krieger zu Krieger. So ist der Lauf der Dinge. Wer oder was bist du? Da, die Atrebaten? Mit wem habt ihr Krieg? Mit Sklaven und den Briten? Nee, ihr müsst nicht durch mein Land. Das könnt ihr mal haken. Wo war ich gerade? Ach ja, genau. Wir gucken gerne deine Folgen, aber die sind uns zu kurz. Wir möchten gerne eine Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder irgendwie sowas als Folge haben. Dann lässt sich da auch sicherlich drüber diskutieren und auch mal nachdenken. Ja, ja, wir haben... Wieso haben wir denn nach wie vor... Nahrungsmittelknappheit. Die Gebäude müssten doch alle fertig sein. Was bist du? Autorität. Haben wir nicht. Können wir aber machen. Ja, die Siedlung haben wir verloren. Die Leute werden unzufrieden, aber ihr produziert doch mehr Nahrung. Oder seid ihr alle steuerlos? Nee, ihr seid eine Steuerprovinz. Wie viel Nahrung hast du? 5, das ist plus 3. Hä? Ihr müsstet doch eigentlich plus machen. Kann ich mir das vielleicht irgendwo mal anzeigen lassen? So. Entschuldigung. Hauptstadt, barbarisch. Ich würde gerne wissen, wo ich Nahrung plus mache und wo ich Nahrung minus mache. Muss jetzt... Aha. Ihr seid keine Steuerprovinz. Das heißt, ihr gebt kein Essen ab. Wow. Dann mache ich ja Minus. Wieso mache ich da denn auch Minus? Wie denn alle Höchsten?
Meine Länder erwirtschaften alle Minus. Hoppala. Was habe ich mir denn hier eingebrockt? Ich habe irgendwas vergessen. Bestimmt. Bei meinen ganzen Kriegsvorbereitungen. Wie viel Nahrung machst du denn? 2. Und du machst 5. Das sind dann schon mal plus 3. Der Hafen. Du machst 0 Nahrung. Du verbrauchst sogar 4 Nahrung. Und du machst auch plus. So. Langsam kommen wir der Sache auf den Grund. Diese Brunnen, die bringen nichts. 3 Nahrung. Das macht auch 3 Nahrung. Warum darf hier keine Farm hin? Ach, weil da schon eine ist. Was würde denn ein aufgewerteter Brunnen bringen? 5 Nahrung. Also der Brunnen ist auch nicht schlecht, aber Steinfundament habe ich nicht. Dann habe ich das da auch noch verloren. Dahin bitte. So langsam wird es knapp. Dann möchte ich hier bitte auch eine Farm hinhaben. Aha, du machst plus. Du machst plus. Dann bleib so. Was macht die denn hier? Minus 9. Heilige Scheiße. Das ist schon ein bisschen krass. Du machst minus 15. Wie machst du denn minus 15? Ach, wegen dem ganzen Kram hier. Nee, das macht plus. Das habe ich nicht aufgewertet. Ah. Ja, wer nicht drauf achtet, der hat dann halt ein Problem. Ja, dann muss ich da wohl mal ein bisschen drauf achten. Hoppala. Bist du denn auch eine Steuerprovinz? Ja, du machst minus 7. Boah. Krass. Krass, krass, krass. Aber so mache ich dann nur noch minus 4, aber mache ordentlich Geld plus. Und das Geld brauche ich, um die Verluste auszugleichen. Ach Gottchen, das war jetzt nie einfach. Und in ein, zwei Runden dürfte sich das Problem mit der Nahrung ja auch gegessen haben. Haha, ha, 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 ha. Okay, der war schwach. Müssen wir einfach mal schauen. Kriegen wir alles hin. Wie gesagt, euer Feedback ist wichtig. Bitte hinterlassen, weil ansonsten weiß ich nicht, ob ihr das gucken wollt oder nicht. Dann haben wir nachher dieselbe Situation wie bei Minecraft. Die Leute wollten es eigentlich sehen, hatten nur keine Zeit, es im Moment zu gucken. Und dann läuft die Serie aus und alle sind unzufrieden. Und das will ich nicht. Und deswegen ist es wichtig, generell bei Let's Plays oder bei allem, wenn ihr sowas guckt, hinterlasst durchaus Feedback. Es kostet euch vielleicht nur 1 bis 2 Minuten. Aber demjenigen, der es erstellt, in diesem Falle mir, könnt ihr dann durchaus helfen. Und dann seht ihr dann auch weiterhin das, was ihr auch sehen wollt. So, das musste mal gesagt werden. Entschuldigung, dass das so ein bisschen viel Blablabla war und wenig Schnetzelpopetzel, aber das musste jetzt einfach auch mal sein. Manchmal muss das ja. Bist du eigentlich auch eine Steuerprovinz? Nein? Du würdest sogar 6 Nahrung machen. Na, dann mach mal. Araton, du marschierst mal mit großen Schritten da nach Hause. Was ist euer Problem?
Ihr macht zu wenig Nahrung, das ist euer Problem. Wette ich doch drum, ja. Wieso seid ihr so unglücklich? Was ist denn mit dem Salzdingsbums? Macht das? Können wir da irgendwas dran drehen? Müssen mal gucken, warum ihr unglücklich seid. Gebäude, Ereignisse, kulturelle Unterschiede und Sklaven. Ereignisse ist wahrscheinlich unzufriedene Bevölkerung. -4 und -8% Steuersatz, weil ihr einen harten Winter habt. Ja, das ist, kann mir ja total egal sein. Harte Winter sind halt hart. Und fremde Erde ist nur fremd, wenn der Fremde sie nicht kennt und so. Wieso darfst du keine Einheiten rekrutieren? Achso, weil du hier im Super-Schritt-Tempo marschieren Dingsbums bist. Hier ist auch ehrlich gesagt nichts, was ihr brauchen könntet. Dann marschiert doch mal weiter. Na, wartet da erstmal. So, was haben wir mit euch? Ihr kommt erstmal hier hin. Nee, ihr sollt nicht Einheiten austauschen. Ihr sollt da eigentlich bleiben. Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst zu leisten? So, und dann gehen wir nämlich gleich mit zwei Armeen los. Trakas Teufel. Ach, ihr dürft nicht. Okay. So, dann marschieren wir nämlich gleich mit zwei Armeen, machen hier Garlic erstmal kaputt und marschieren dann zur Tür. Und dann machen wir hier im Osten mal ein bisschen klar Schiff. Rom gucken wir uns noch ein bisschen an. Was habt ihr denn jetzt auf einmal für ein Problem? Plündern? Wer plündert hier denn? Ach, die plündern. Und lasst mich raten, ich habe hier natürlich gerade mal keine Armee in Griffreichweite. Doch, habe ich. Dann bitte einmal dahin marschieren. Und dann müssen wir denen doch tatsächlich mal auf die Schnauze hauen. Gut, dass ihr uns die Entscheidungen immer abnehmt. Was ist denn hier hinten? Seid ihr denn Steuerprovinzen? Ja, ihr macht null Nahrung. Null ist auf jeden Fall schon mal besser als Minus. Weil da kriegen wir doch sicherlich mit der Zeit noch einen Plus draus. Frage ist nur wie. Indem wir hier den Holzfäller rausschmeißen und durch was anderes ersetzen. Was? Wir haben eure mächtigen Armeen lange bewundert. Könnt ihr sie nicht zum Angriff auf dieses Volk einsetzen? Die da! Die machen doch nichts. Rom, habt ihr getrunken? Ich hoffe, seid ihr jetzt komplett bescheuert? Greift mal die keltiberische Konföderation an, weil die nichts getan haben und am Arsch der Welt sind? Ich hätte jetzt die... wie hießen die denn mit D? Die mir da gerade im Osten und bei Rom plündern. Die hätte ich verstanden. Aber die anderen, das macht ja mal gar keinen Sinn. Wer mir nichts tut, dem tue ich auch nichts. Jedenfalls noch nicht. Das kommt ja noch. Ich meine, wir hauen ja schon Leuten auf die Schnauze. Ach so, und ich möchte mich auch ganz recht herzlich entschuldigen dafür, dass die Folgen am, jetzt muss ich überlegen, ich glaube Dienstag und sogar Donnerstag ausgefallen sind, weil ich einfach nicht zum Aufnehmen gekommen bin. Das heißt nicht, dass mir die Serie keinen Spaß mehr macht, sondern dass ich einfach so viel um die Ohren hatte, dass ich nicht dazu gekommen bin, ein paar Folgen für euch aufzunehmen, sodass ihr ein bisschen was zu gucken habt. Sowas passiert leider zwischendurch schon mal. Ich wünschte, ich könnte es verhindern, aber es geht leider nicht.
So. Aber ich versuche mein Bestes, dass es nicht wieder vorkommt. Oder nicht so oft vorkommt. Dann ist das Problem nämlich ganz schnell gelöst. Jetzt ist die Frage, marschiere ich hier runter und versuche dagegen was zu unternehmen? Oder greife ich die zu Hause an? Ich greife die an. Nur aus der Defensive heraus agieren wird nicht auf lange Sicht funktionieren. Deswegen... Ich sehne mich nach einem Kampf. Setz euch und dealt meine Feuer. Deswegen lassen wir das und gehen jetzt zum Angriff über und holen uns unsere Ländereien zurück. Diese Folge ist nun leider vorbei und wenn sie euch gefallen hat, dann gebt ruhig einen Daumen nach oben. Natürlich könnt ihr mir auch einen Kommentar dalassen und wenn ihr mehr von den Videos sehen wollt, dann klickt auf das Abonnieren. Vielen Dank fürs Zugucken und wie üblich, Fortsetzung folgt.